Herzlich willkommen, Freunde, zu Türchen Nummer 17 meines YouTube-Adventskalenders. Wir spielen heute wieder mal Banjo-Kazooie und nehmen uns natürlich ein paar Eier mit. Die können wir immer gebrauchen, denn Eier, Eier, wir brauchen Eier. Ich hoffe, ihr kennt das Zitat. Falls nicht, naja, dann... Ja, dann kennt ihr Oliver Kahn wohl nicht. Ja, die Kleinen sind heute sehr anstrengend. Das wissen wir ja noch vom letzten Mal. Von gestern, als wir hier schon vorbeigeschaut haben. Aber was wir heute machen, das hat nichts mehr mit Boggy zu tun. Den lieben Boggy, dem lassen wir jetzt mal seine Ruhe. Nachdem die Kleinen schon so anstrengend sind, müssen wir ihn auch nicht auch noch unter Bedrängnis setzen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir... schleichen uns hier an den Schneemännern vorbei und klauen uns noch ein paar rote Federn, die wir nicht brauchen und stehlen uns, wow, ganz ruhig zu dieser Flugplattform und, jawohl, dass ich den jetzt treffe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war klar. So. Okay, das war jetzt nicht so geil. So, wir vernichten jetzt zuerst mal die Schneemänner, weil die mir tierisch auf den Sack gehen. So. Einfach, weil sie mir tierisch auf den Sack gehen. So, pau! Und... jetzt aber. So. Ah, da ist noch ein Mumbo-Schädel. Den können wir uns dann auch noch gleich krallen. Oh, das war jetzt so klar. Ah, das war so klar. Aua, du Sackgesicht. Okay, du Hutgesicht, besser gesagt. Weil wenn man sich die mal genauer anschaut... Naja, ich weiß ja nicht. 90%... Ja, okay. 90% ist übertrieben. Sagen wir mal, 40% ihres Körpers ist ihr Hut. Und da das Gesicht garantiert keine 60% groß ist, sage ich einfach mal, der Wahrscheinlichkeit halber, Hutgesicht. So. So, dann lass uns mal genauer zielen, ein bisschen näher ran. Ja, genau, mach du nur einen Schneeball. Zum Werfen kommst du sowieso nicht mehr. So. Pau! Oh, wow, 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 wow. Gut, das war nicht so geil. So, So, na, jetzt lass mich doch mal in Ruhe da oben landen. Mann. Mit seinen blöden Schneebällen. Na komm schon, ich will nur da hoch. Die Plattform. La 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 la. So, wow, wow, wow. Ganz ruhig, Schneemann. Nein! Okay, okay, okay. Ah! Das geht alles besser, das geht alles besser. Na komm schon. Nur da hoch. Dankeschön. So. So. Und jetzt da den Hut treffen. Oder auch nicht. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, wow. Ist ja gut. Oh Gott, überall Gegner. Ich will doch nur die Schneemänner kurz, ich will mich doch nur kurz der Schneemänner entledigen, weil dann das Puzzleteil zu holen definitiv einfacher wird. So, und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich den Mumbo-Schädel mitnehmen. So, da haben wir wieder 24. Immerhin. So. Jetzt aber. Einmal dahinter. Nein, 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 nein! Ich hab's schon kommen sehen, ganz ehrlich. Eieieiei. Heute geht ja wieder alles schief. So habe ich das nicht geplant. Aber gut, was ist heutzutage schon geplant und was verläuft heutzutage schon nach Plan? Das muss man auch mal nüchtern anerkennen. So. Na? Jetzt aber. Pam! Voll vorbei. Okay, okay, okay. Ich habe eine Idee. Wir holen nochmal in Ruhe aus. So. Und jetzt sollte das jetzt mit dem Anvisieren auch besser funktionieren.
So, jetzt aber. Bam, jawohl. So, jetzt muss noch den einen Schneemann. Dann hätten wir das eine Puzzleteil wieder freigeschalten. Das wir aber schon haben. So. Okay. So, jetzt können die uns nämlich nichts mehr tun. Jetzt fliegen wir mal da schnell hinter. So. Genug rote Federn haben wir ja. Jetzt sehen wir hier an dem Schneemann diese drei Button. Gut, mir ist gerade aufgefallen, die hinteren Schneemänner hätte ich nicht platt machen müssen, aber was soll's. Hier mal Button Nummer 1. Bam! Und Button Nummer 2. Und Button Nummer 3. Bam! Jawohl, das ging jetzt irgendwie wesentlich schneller, als ich dachte. Und da haben wir auch schon unser kleines Puzzleteil. Ist der Schlitten noch da? Oh, schade. Das hätte ich jetzt gesagt, machen wir nochmal eine Schlittentour. Egal, rutscht mir den Schall so herunter. Hui! So. Mit Kazooie hier hoch. Hahaha. So. Schaden kann uns überhaupt nichts machen, nur diese dummen Schneemänner. So, und jetzt. Haben wir den. Ja, die Mummenschädel da haben wir jetzt schon. Gut, gut. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder für den 17. Dezember. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder bei Türchen Nummer 18. Zack! Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit meinem Adventskalender, wie ich ihn habe beim Aufnehmen. Also wie gesagt, Freunde, einen schönen Abend noch und bis morgen zum 18. Dezember. Ciao!